Hallo, vor etwa 2 Monaten konnte ich meine ersten Erfahrungen zu Fallout 76 in der damaligen Beta sammeln. Und schon damals war ich dem Spiel gegenüber relativ kritisch eingestellt. Aber zum damaligen Zeitpunkt konnte auch noch absolut niemand ahnen, zu was für einem Totalabsturz dieses Spiel dann wirklich irgendwann für Bethesda werden würde. Ein Entwicklerstudio, das noch inkompetenter ist als die absolut inkompetenten NPC-Gegner, die sie programmiert haben. Der Supermutant greift erst gar nicht an, der Wachbot schießt die Hälfte einfach mal grundsätzlich daneben. Da kommt doch Freude auf! Der Kampf ist ein perfektes Sinnbild dafür, wie Bethesda an diesem Spiel arbeitet und wo der Weg noch so weiter hingeht. Aber das will man auch erwarten, das hat sich ja auch schon damals bei der Beta abgezeichnet. Beta-Zugang nur durch Pre-Order und dann nicht wirklich auf die Kritik eingehen, die man bekommt. Schon viel an Negativtendenzen hat sich damals abgezeichnet. Beispielsweise das halbherzige PvP-System oder Carry-Rate-Problem und geändert wurde nichts. Aber woran man immer sehr akribisch gearbeitet hat, ist der Atomic Shop. Man möchte ja schließlich über Microtransactions den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Wen interessieren schon die ganzen Bugs und Glitches in dem Game, wenn man für 5 Euro eine Bodentextur haben kann? Das ist doch das, was die Fallout-Spieler immer wollten. Sims im Ödland mit eigenem Hausbauprojekt. Es ist auch nicht besser, dass manche Leute den Atomic Shop auch noch verteidigen wollen, weil man sich die Items ja auch in-game erspielen kann, während ein Großteil der Challenges eh verbuggt ist und man sie nicht abschließen kann, beispielsweise weil man irgendwelche Orte noch entdecken soll, die man aber bereits entdeckt hat. Und dann gibt es auch noch so absolut lächerliche Challenges wie diese. Das Spiel für 7600 Stunden spielen und dafür 20 Items bekommen? Das klingt genau nach der richtigen Challenge für die PvE-Rentner in diesem Game und ihren scheiß Baggerrüstung. Ich krieg's kotzen. Manchmal frage ich mich, wer überhaupt den ganzen Müll im Atomic Shop jemals kaufen soll. Und dann sehe ich die PvE-Rentner in ihren Enklaven-Offiziersuniformen in ihre Baggerrüstung einsteigen. Und meine Frage ist vollends beantwortet. Bevor ich jetzt aber weiter vom Thema abschweife, möchte ich zum Thema zurückkehren, um zu verdeutlichen, dass Bethesda im Moment so ziemlich alles falsch macht und verkackt, was sie nur verkacken können. Dass alles, was sie anfassen, schief geht. Zur Beta habe ich ja schon was gesagt, dass man auf das Feedback nicht eingegangen ist und dass so folglich auch der Release nicht so abgelaufen ist, wie er hätte ablaufen können, hätte man auf das Feedback eingehen können. Aber man hätte es ja wahrscheinlich nicht mal machen können, selbst wenn man es gewollt hätte. Denn so ist das nun mal, wenn man eine Beta nur als PR-Maßnahme und zum Pre-Order-Pushen einsetzt und so kurz vor Release stattfinden lässt, dass man dann entsprechend nicht mehr rechtzeitig auf das Feedback eingehen kann. Scheiße gelaufen, genauso scheiße gelaufen, wie dass er mich angeschossen hat und jetzt stirbt und sein Kumpel mit in den Teamfight gezogen wird und jetzt auch noch stirbt. Wieder ein wunderbares Sinnbild dafür, wie scheiße dieses Game sich doch langsam aber sicher gestaltet. Und das alles, weil sie so ein halbherziges PvP-System bringen mussten. Ja. Erneut wieder sowas, was sich ja, wie ich auch schon erwähnt habe, seit der Beta abzeichnet. Dann hatten wir, kurz nach dem Release, die ganze Kontroverse um die Baumwolltasche bei der Power Armor Edition. Da hätte ja eine Baumwolltasche bei sein müssen, wurde ja auch so beworben. Dann war es aber eine billige Nylontasche. Viele Leute waren pisst, sie wollten ihr Geld zurück wegen falscher Werbung und so weiter. Völlig zu Recht. Als Kompensation hat Bethesda nur 500 Items angeboten, die man dann im Store ausgeben kann. Na, super! Dass die Leute damit nicht zufrieden waren, dürfte klar sein. Was ist dann passiert? Na, zum Glück hat sich die Community nicht von der ach so großzügigen Gabe von 500 Items, was immerhin reicht, um eine Parkettbodentextur zu kaufen, einlullen und beeindrucken lassen. Sie haben weiter Druck gemacht in Form einer Sammelklage. Und oh Wunder, als das dann endlich im Raum stand, da musste Bethesda einlenken und hat zugestimmt, dass jeder, der Beweise vorlegt, dass er sich eine Power Armor Edition gekauft hat und rechtzeitig sich beschwert, eine Ersatzbaumwolltasche bekommen wird. Und daraus könnt ihr sehr viel lernen, Leute, denn so setzt man die eigenen Interessen gegenüber der Spieleindustrie durch. Man bleibt am Ball, man beschwert sich und man erwischt sie da, wo es ihnen wehtut, nämlich beim Geld. Und dann ändert sich auch was. Aber selbst bei dieser Aktion ist bei Bethesda nicht alles rund gelaufen. Man musste dann ja Beweise vorlegen, wie ich erwähnt habe, so zum Beispiel Kreditkarteninformationen, dass man das auch wirklich gekauft hat. Und solche Kreditkarteninformationen wurden 100-fach aus Versehen geleakt. Ja, das ist aber scheiße, ne? Würde mir stinken, wenn ich einer von denen wäre, wo jetzt die Kreditkarte geleakt wurde.
Dann gab es noch das Debakel zu Weihnachten. Im Atomic Shop wurden Reskins von existierenden Gesten in Weihnachtsoptik verkauft für teures Geld für viele, viele Items. Und die wurden mit einem vermeintlichen Discount verkauft. Dieser Fake-Discount hat aber keinen realen Gegenwert und es wurde vorher nie verkauft. Und damit ist das Ganze leider in sehr vielen Ländern illegal und so musste Bethesda auch davon zurückrudern. Ja, ist schon scheiße, wenn man die Leute verarschen und abzocken möchte und die Leute mittlerweile genau drauf achten, was ihr so macht bei Bethesda, ne? Das ist echt ärgerlich. Und dann gab es noch das ganze Debakel um die Nuka Dark Rum. Das ist so eine besondere Rumsorte, die sie dafür über $100 verkaufen wollten. Teure Flasche, kann man eigentlich was von erwarten. Zum Beispiel wäre es nur rational anzunehmen, dass die Flasche dann auch so eine Nuka-Cola-Flaschenform hat, wie es im Marketing dargestellt wurde. Aber nö, das ist nicht der Fall. Das ist einfach nur eine billige Plastikhülle, die um die eigentliche Flasche drumherum gepackt wird, damit das so aussieht. Obwohl das eigentlich total billiger Scheiß ist. Und das für $100. Scheiße aber auch. Und wer jetzt meint, dass es in-game besser läuft, den muss ich auch enttäuschen. Ihr seht's ja hier, die Performance-Probleme, sie sind immer noch allgegenwärtig. Das Endgame ist ein Joke und es passiert ständig irgendein Zeug, das man nicht wirklich nachvollziehen kann. Zum Beispiel bin ich direkt in einem Kampf gegen diesen Typen, obwohl er mich vorher nicht angehittet hat. Man muss nicht alles in diesem Game verstehen. Aber hey, wenn ich im Kampf gegen ihn bin, dann kann ich ja auch einfach die Explo-One-Shot-Pump-Gun ziehen, ihm damit einen Schuss setzen und ihn mal eben sozusagen beiläufig umbringen. Wow. Zu den Explo-Waffen komme ich gleich auch noch. Das ist auch noch ein Thema, auf das ich eingehen muss. Das zählt nämlich zu den Dingen, die, denke ich, langfristig dieses Spiel doch absolut ruinieren werden. Aber sprechen wir doch erstmal über das Endgame. Das Endgame beschränkt sich aktuell darauf, dass, wenn überhaupt, Leute Nukes einsetzen, die auf Whitespring draufgeballert werden und dass man halt in Whitespring hier die Leuchtenden umbringt. Habt ihr jetzt auch schon zu Genüge gesehen. Irgendwie ist es ziemlich öde. Das ist auch nicht wirklich schwer, aber es ist aus irgendeinem Grund der absolut effektivste Weg, dieses Spiel zu spielen. Und es sollte auch klar sein, dass es nicht mehr sonderlich schwer ist, wenn man erstmal vernünftig equipped ist. Dieses Spiel bietet keinerlei Herausforderungen. Auch im Endgame nicht mehr. Im Early Game sogar mehr als im Endgame. Das kann doch irgendwie nicht der Sinn sein, oder? Bei den Leuchtenden wird das, finde ich, ganz besonders deutlich. Ich habe mich ja damals in Rückbezug zu einem Video zur Beta mal als Low-Level mit einem Leuchtenden gebettet und habe schon da gesagt, irgendwie so richtig das Wahre ist das nicht. Der ist nicht so richtig herausfordernd, nicht so richtig schwierig, weil die besonderen Angriffe fehlen, die er zum Beispiel in Fallout 3 noch hatte. So ein Flächenangriff mit Strahlungsschaden beispielsweise. Und warum ist es so, ist mir jetzt auch klar. Damit man sie hier reihenweise als billige Effekttascherei im Nuke-Gebiet gegen die Spieler rennen lassen kann. Billige Effekttascherei gibt es in diesem Spiel recht häufig. Genauso wie nervige Features, dass beispielsweise die Waffe ständig einfach nur vom Schießen kaputt geht, was einem auf Dauer auch einfach nur noch auf die Nerven geht. Das ist eine AK, das ist eine robuste Waffe, die geht nicht einfach so vom Schießen kaputt. Meine Güte. Aber versteht mich nicht falsch, ich stehe immer noch 100% hinter dem, was ich zum Release gesagt habe. Das Spiel hat mir damals großen Spaß gemacht und das aufgrund einer einzigartigen Konstellation an Umständen. Ich war dadurch, dass ich die Beta gespielt habe und da schon gut gelevelt habe und eh schon als High Level in das Hauptspiel zum Release reingekommen bin, quasi an vorderster Front der Erkundung des Ödlands. Und das war einfach ein besonderes Gefühl, das irgendwo auch Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, das war geil. Aber das konnte man halt nur damals unter diesen besonderen Umständen zum Release haben. Aber der Release ist längst vorbei, das Gefühl ist längst verschwunden und die Hoffnung, die man damals schon immer geäußert hat, dass ja noch Patches kommen und dass dieses Spiel vielleicht dann besser wird, die schwindet mit jedem Patch, der nichts bringt, immer weiter dahin. Wir blicken Fallout 76 an und wir sehen ein Ödland. Und nicht das Ödland, das wir eh schon sehen sollten, sondern das Ödland der Bugs und Performance-Probleme. Und es tut sich einfach nichts. Und selbst wenn Bethesda angeblich was macht, tut sich nichts. Hier beispielsweise der Explo-Waffen-Bug, dass Explo-Waffen einfach mal spontan keinen Damage mehr machen und dann überhaupt keine Waffen, die Kugeln abfeuern, noch Damage machen und man den Gegner im Nahkampf platt machen muss. Wurde gesagt im letzten Patch, dass er gefixt wurde und er ist immer noch da. Da gibt es jetzt genau zwei Möglichkeiten. Die haben nicht gemerkt, dass sie es nicht hingekriegt haben, das Problem zu beheben. Oder die haben gemerkt, dass sie es nicht behoben gekriegt haben, haben es aber einfach dahingeschrieben, dass sie es behoben hätten
um so zu tun. Könnt ihr euch jetzt überlegen, was euch da lieber ist. Und ja, ich weiß, man merkt auch immer wieder in Fallout 76, dass da Menschen hinterstehen, die sich tatsächlich Mühe geben, an so kleinen Details wie hier. Aber dann merkt man auch immer wieder, dass das Spiel immer noch so viele Probleme hat und dass sich einfach nicht genug Mühe gegeben wird. Dass sich Bethesda vielleicht etwas übernommen hat mit diesem Projekt oder dass sie einfach nicht so sehr dahinter stehen, wie sie dahinter stehen sollten. Aber eine Sache fand ich dann doch ganz interessant, dass selbst Bethesda ein Umstand aufgefallen ist, den ich schon vor einer Weile mal erklärt habe. Irgendwann ist der PvE-Content erschöpft, irgendwann hat man die Map erkundet und alles gesehen und dann bleibt nur noch PvP für die Langzeitmotivation. Das wissen die ja auch und deswegen kommt das von mir geforderte Open-PvP-System wahrscheinlich im Rahmen des Fraktionssystems demnächst. Hauptsache, so ein scheiß Random labert hier wieder einfach random in der Lobby rum, ihn erstmal erschossen, wenn er da mit seinem Kopfgeld meint rumzuspringen. Aber selbst dieser verdammte Noob hat ein Explo-MG. Wow, oder? Jeder scheiß Noob hat mittlerweile irgendeine Explo-Waffe. Aufgrund des Duplikationsglitches. Der Zug, dass die Waffen mal selten waren, der ist lange abgefahren. Da fängt er sogar an, auf mich zu schießen und dann krieg ich Performance-Probleme. Na, wenn er will, dann kann er haben. Und dann heult er rum. Junge, was für ein Hustensohn? Ja, seht ihn euch an, den armen, armen Spasti da unten. Selbst so einer, der nichts checkt, hat Explo-Waffen. Was ein Affe, Alter, wieso tötet er mich? Ja, das fragt er sich, warum ich ihn töte. Wenn er sich das wirklich noch fragen muss, dann hat er das Spiel leider nicht verstanden. Junge, was soll das? Ja, was soll es? Das frage ich mich auch. Was soll es, dass jeder Spasti und Idioten wie dieser, die nichts checken, alle mit Explo-Waffen rumrennen, weil irgendwelche scheiß Spastis die ganze Zeit ihre Waffen klonen und an andere Leute weitergeben? Es geht mir auf die Nerven. So ein Duplikationsglitch, den dürfte es eigentlich nicht mal geben. Und drei oder viermal haben sie probiert, den Müll zu patchen. Und drei oder viermal haben sie es nicht hingekriegt, es so zu patchen, dass die Leute davon abgehalten werden, ihre Waffen zu duplizieren und weiterzugeben. Es nervt mich. Ich habe das ja auch schon im Video mehrfach demonstriert. Man muss nichts können, um mit einer Explo-Waffe einen Kill zu machen. Und jeder PvE-Rentner hat ja eine, weil die scheiß duplizierten Waffen überall rumgereicht werden. Und selbst wenn sie PvP jetzt also völlig zu Recht open gestalten, wird das Ganze nur eine noch größere Shitshow, weil das absolut unbalanced ist und weil man nichts mehr können braucht. Ihr habt es im Video gesehen, ich muss nur grob in die Nähe eines Gegners schießen und der Splash Damage reicht schon aus, um Leute zu One-Hit oder Two-Hit killen. Was soll das denn bitte? Was ist das denn? Wo ist denn da bitte der Spaß? Mal vom Skill erst gar nicht zu sprechen, aber es macht doch auch keinen Spaß, wenn das gesamte PvP daraus besteht, dass alle sich nur One-Hit killen. Und warum ist es so? Weil Bethesda es verkackt hat. Weil sie dachten, es wäre eine tolle Idee, den Explo-Prefix, der bereits in Fallout 4 das stärkste war, mit 15 bis 30 Splash-Damage, hier auf 50 bis 100 Splash-Damage hochzusetzen, damit es noch stärker wird. Dann hat man Shotguns, die über 1000 Schaden machen, weil jedes Pellet eine Explosion a 100 Schaden ist. Es ist doch ein fucking Witz, oder? Ja, und in diesem tollen PvP-System warte ich einfach, bis er mal kurz nicht in meine Richtung guckt und dann shotgun ich ihn weg. Und das ist jetzt die Erfüllung dieses Games, ja? Da müssen sie sich doch nicht wundern, dass da keiner mehr Bock drauf hat und keiner mehr Spaß dran hat. Anstatt, dass sie Explo nerfen oder sowas. Aber selbst wenn man sie dran setzen würde, dass sie da was nerfen sollen, die würden es doch nicht mal hinkriegen. Ich kann Leute one-hitten. Es ist ja so cool. Nicht. Ich würde viel lieber meine AK benutzen oder wieder die Balance haben, die im Early Game vorhanden war, denn damals war alles besser. Haha. Da waren die Waffen noch gebalanced und man hatte unterschiedliche Waffen, die viable sind. Aktuell besteht das Spiel nur noch aus einer Waffenart. Explo Shotgun. Alles andere ist nicht mehr relevant. Explo Shotgun One-Hit. Vermeide es, vom Gegner getroffen zu werden. Probier cleverer zu sein als er. Drück ihm den One-Hit, ohne dass er checkt von wo. Und du hast einen Kill. Und das geht dann auf ewig so weiter, weil die kleinen Spastis immer wieder auf Rache drücken, obwohl man eigentlich gar keinen Bock mehr hat zu fighten. Das Einzige, was man dann noch machen kann, ist die Lobby verlassen, bevor so ein nerviger Spasti einen Kill gegen einen bekommt. Soll das die Erfüllung sein? Und da wundern sich auch noch Leute, warum andere Leute mit Kopfgeld sich schon freiwillig erschießen lassen, weil sie auf den ganzen Müll keinen Bock mehr haben.
Das PvP-System ist broken auf so vielen Ebenen. Selbst wenn man jetzt Full Damage einführt, es bleibt broken durch diese ganzen overpowered Explo-Waffen. Und selbst wenn, überwältigt von einem Anflug spontaner Kompetenz, Bethesda jetzt die geglitschten Waffen den Leuten wegnehmen wollen würde, dann könnten sie das ja nicht mal, weil es kein Tool gibt, um auf das Spielerinventar zuzugreifen. Anders gesagt, die ganzen Leute können sich alle dumm und dämlich glitschen, Bethesda kann es weder wirklich überprüfen, noch abstrafen. Scheiße gelaufen aber auch. PvP auf ewig ruiniert, oder was? An dieser Stelle bietet es sich übrigens auch an, dass ich rein der Transparenz hier anmerke, dass mit Sicherheit auch einige der Waffen, die ich verwende, geglitscht wurden, da ich mir die von Abonnenten abgeben lasse und ich mal davon ausgehe, dass auch die Waffen glitschen und nicht ihre einzigartigen und vor allem einzigen besonderen Legendaries an mich weitergeben. Aber Leute, ich habe zumindest mir noch einige God Rolls selber erspielt, wenn ich mir die ganzen Spastis in dem Game angucke. Da gehe ich mal davon aus, dass das bei den meisten nicht der Fall ist. Wunderbar, oder? Und die Scorch Beast Queen, die eigentlich was Besonderes sein sollte und einem dann super tollen Loot gibt, was interessiert die einen noch, wenn man sich eh schon per geglitschten Duplikaten die besten Sachen im Spiel besorgt hat? Wozu dann noch die Scorch Beast Queen killen? Hat doch eh keinen Nutzen. Man hat doch eh nichts davon. An dieser Stelle muss ich auch noch was zum Level Scaling sagen. Ich habe ja angefangen, wie ihr vielleicht im Video gesehen habt, mir einen Low-Level-Charakter wieder neu hochzuleveln. Also einen zweiten Charakter, den ich auf Level bringe. Der Grund dafür ist simpel. Wenn man immer höher levelt, wird man irgendwann im Scaling so extrem benachteiligt, dass man praktisch eh keine Chance mehr hat. Gegen Leute, die ein niedrigeres Level haben. Also wozu dann noch leveln? Ist doch eh total behindert. Dann level ich lieber bis zu einem bestimmten Stand und lasse es dann da und level mir den nächsten Charakter hoch. Einfach weil es vorteilhafter ist. Und ja, es gibt einen Punkt, wo sich irgendwann das Level-Scaling invertiert, das ist mir bewusst, aber wenn man über diesen Punkt hinaus weiterlevelt, dann ist es wieder scheiße. Und so besteht kein Anreiz zu leveln. Und ja, ich habe den Typ ernsthaft, als er probiert hat, hier in meiner Munitionsfabrik rumzulooten, indem ich einen Generator vor die Tür gebaut habe, in dem Raum eingesperrt. Und weil er vorher so viel weggelootet hat, war er überlastet und kann jetzt nicht schnell reisen und jetzt sitzt er da drin und ist am Verhungern. Finde ich gut. Finde ich richtig gelungen. Jetzt sitzt er dann fest und kommt nicht raus. Könnte natürlich den Server wechseln, aber dazu ist er natürlich zu stolz. Wisst ihr, so Momente sind es, in denen mir das Spiel schon durchaus Spaß macht. Es gibt diese Momente noch, wo das Spiel Spaß macht, aber sie sind durch diese ganze Scheiße vollkommen überschattet. Und irgendwie muss dieser Stand wiederhergestellt werden, dass dieses Spiel Spaß machen kann. Ohne die ganzen Explo-One-Shot-Waffen. Man könnte natürlich jetzt sagen, gut, dann nerfen wir jetzt einfach die Explo-Waffen in Grund und Boden. Wäre eine Möglichkeit, aber danach sind es die nächsten God Rolls, die immer noch im Umlauf sind, die ebenfalls dupliziert wurden, die dann wieder viel gespielt und als einziges gespielt werden. Dann lass es als nächstes Doppelschuss statt Explo sein. Haben mit Sicherheit auch genug Leute gute Doppelschusswaffen. Ein ewiger Kreislauf der Scheiße, aus dem sich dieses Spiel nie wieder erholen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und nein, ich vertraue nicht darauf, dass Bethesda es mal hinkriegt. Meltdown, Joy!